Ein wunderschönes Hallöchen bei 7 Days. Wir haben jetzt die letzten zwei Folgen etwas gebaut. Der ist nämlich jetzt leer geräumt, den verschämmeln wir gleich. Wir machen jetzt erstmal wieder ein schönes Quizchen, der Abwechslungshalber da lang. Ah, Bedroni, ich glaube, die steht noch oben. Die würde ich gerne mitnehmen. Dann googeln wir mal. Mal sehen, wenn wir eine Dreier finden, eine schöne. Hauptsächlich mal wieder ein bisschen auf Heizkörper abgesehen. Wegen mehr Singen, das mangelt immer noch etwas bei uns. Jojo, hat der eigentlich noch Sprint? Ach komm, ja, das geht noch. Din, hier hin? Ich sag noch, Droni würde ich gerne mitnehmen, ne? Nee. So, Droni, komm mit. I'll get it done. So, mit der Badewanne, wie gesucht. Ich bin immer noch in derselben Aufnahmesession. Da warte ich ab, was ihr dazu meint. AB, wir fahren jetzt erstmal los. Was haben wir hier noch drin? Geld. Kann noch erstmal drin bleiben. Oh, Sprit hat er auch noch genug. So, fahren wir erstmal zum schönen, guten Recti. Hoffen wir mal, dass du mal ein paar schöne, gute Heizkörperquests hast. Das wäre zumindest ein Träumchen. Also Parts und so brauchen wir nicht. Das haben wir genug. Davon brauchen wir nichts auseinandernehmen. Nur heizkörpermäßig. Sehr schön. Hallo, Recti. Ich komme. Tür zu, es zieht. Hier, dich machen wir mal heile. Können wir gleich mit verschäbeln. Hui. So, dann lass uns machen. Dankeschön. Ja, blablabla, ja. Hier, nimm und halt die Klappe. Oh, you want a guarantee, huh? So. Well, maybe you should try Shamway. Ist ja. If you want Nein, me, ich wollte eine Runde. Wollte bei Dreuern gehen. Na gut, Nacht ist gerade ein bisschen blöd. Wir sind mitten am Tag befallen. Ja, aber das wäre wieder ein Zweiergebäude. Ich möchte gerne Dreier machen. Was haben wir denn hier? Let's make a pact. You do something. Immer kommt er mit diesem dämlichen Schampfelsalut. Okay, und der hier, die haben wir auch erst gehabt, das ist die nebenan. Recti, du bist so ein... Ich sag's jetzt lieber nicht, wir denken uns unseren Teil, ne? Ja, das ist ein Nachtquiz. Und hätten wir die noch? Wildfire-Camping, ja, nimm mir Wildfire-Camping. Ja, Recti, ja, ist ja gut. Wildfire-Camping hatten wir zwar auch schon, aber noch nicht so häufig wie die Taylor Manu, das ist das Gebäude hier hinter. Und den Jungle Saloon hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal, also gibt es da keine Heizkörper. Den fahren wir eben dahin. Einmal rum hier. Dankeschön. Und dann fahren wir da gemütlich hin. Ich will doch nur ein paar Heizkörper. Wenn dann so weitergeht, den werden wir demnächst die Häuser hier so abklappern, ohne Quest. Nach und nach. Oh, da muss ich mir irgendwelche Markierungen einfallen lassen, damit wir sehen, was wir schon haben und was nicht. Und der hat hier echt immer das Gleiche, der Gute. So, das ist die Bude hier, ne? Yep. Ich glaube, hier gab es aber Heizkörper. Bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube ja. Willst du bitte mal annehmen? Dankeschön. Ich will aber eh jetzt mal hier reingucken. Moin. Kinder da? Kinder da. Halt, sowas wollen wir nicht. Kochbüchli, die wollen wir eh sammeln. Und do? Die nehmen wir jetzt auch mal mit. Wir haben fast alle verbraucht. Okay. Leder und so brauchen wir auch nicht. Haben wir alles genug? Dann lass mal rennen hier. Tür zu. Wir gehen erstmal hier gucken. Jemand da? I've got a bad feeling about this. Ja, Oh, komm mal her. Hallo, Tom. Die haben da wieder eine Enge. Bitte, Tom. Sag mal, kann nicht so schwer sein, Jungs hier. Ich mach euch mal die Tür zu. Mensch. Das kann doch eigentlich nicht so schwer sein. Dankeschön. Okay, das wollen wir ebenfalls nicht. Und hier noch ein Kochbüchli, dann ist Reusen.
gar nicht, was drin. Guck mal, da liegen nur Esen und noch ein Kochbuch. Das kannst du hier essen. Ja, moi, sehr schön. Hier ist nix. Noch eins. Mal sehen, wie viel wir zusammen kriegen. Nägel und Eisen. Und do. Kohle ist auch immer gut. Ich weiß, wir müssen hier gleich hoch. Aber einmal will ich vorher hier rein. Ist noch ein... Da ist ein Schrank, ne? Jupp. Ah, Googie mal. Noch ein Kochbüchli. Und noch ein Schrank. Jo, gut, sechs Stück haben wir ja schon. Sehr schön. Was es hier an Kochbüchern gibt. Hier haben wir einen Schrank mit Nägel. Und da Knochen. Gut, noch eins. Nochmal zwei. Und noch eins. Mensch, 10 Kochbücher. Wir sind noch nicht mal drin im Gebäude. Das ist gut. Hier haben wir, ne? Nein. Okay, 11. Die brauchen wir nicht. Die hatten wir, ne? Jo. Gut, den einmal rüber hier. Hallo, Federvieh. Bitte. Da. So, dann lass uns mal rennen. Dankeschön. Dich nehmen wir natürlich mit, wenn wir rankommen. Ruhigchen, immer gut. Runter. Überfallen lassen? Nein? Hätte ich jetzt gedacht. Wenn noch irgendwas, Reifen, Plastik, ja, wissen wir. Kiste, nix, aber Stu. Stu kommt mit. Tachchen. Tschüss. Ach, Schlafblase. Komm nochmal. So, haben wir hier sonst noch irgendwas? Die Dame hat es mal wieder eilig, ja? Nee. Warten können die auch nicht, bis sie mal dran sind, ne? Ob wir hier jetzt Heizkörper finden, bin ich mir auch nicht mehr so sicher, ehrlich gesagt. Hatte ich anders in Erinnerung. Aber immerhin so ein bisschen mäßig. Das brauchen wir jetzt nicht wirklich. Dich können wir mal zerlegen. Mal Tür zu. Ja, tut mir leid, ich muss auch mal, wenn du Sitzung hast. Dafür kann ich ja nur auch nichts, ne? Ruhe da. Tut mir leid, ja, jeder ist grantig, wenn man auf den Klo gestört wird. Aber das muss doch nicht gleich wie eine Furie losrennen. Zumindest hat er es auch geschafft, die Hose hochzuziehen. Da ist doch was drin, oder? Ja. Okay. Alle Geschosshülsen nehmen wir mit. Danke. Dankeschön. Da googeln wir nochmal rein. Kaffeepulver brauchen wir jetzt auch nicht mehr. Und do, das brauchen wir nicht. Zement brauchen wir auch nicht. Das nehmen wir mit. Na, die Dame. Ja, hallo. Die gehören Bikerlays. Bitteschön. Und jetzt auch noch. Abflug. Bleib liegen. Und nochmal. Immer schon drauf auf dem Biker. Genau. Robuster Biker. Ja, Google mal. Na ja, gut, die wollen wir aber nicht sammeln, ne? Die wollen wir nicht sammeln. Auf keinen. Ja, guck mal, noch einer. Du kommst mit. Ja, moi, das ist ja wie auf dem Oktoberfest hier, du. Mal reingucken. Dankeschön. Wow. Okay, aber immerhin. Da gucken wir selbst jetzt nicht auch rein. Aber ich hoffe so ein bisschen, dass wir hier zumindest unser Level upkriegen. Auch wenn wir es jetzt nicht mehr unbedingt brauchen. Immerhin noch ein bisschen Muni. Okay, sind wir etwa schon am Ende? Hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Immerhin ein bisschen Geld. Brauchen wir nicht. Ist auch mäßig.
So, ihr bleibt bitte mal nach vorne. Ich will erst einkaufen, ja? Danke. Na gut, Stoff kann man halt auch immer gebrauchen, ne? Nur mehr Stoff. Sehr schön. Die werden eh gleich alle wach. Nimm mal her mit hier. Brauchen wir nicht. Das können wir auch zerlegen. Wir müssen nur den richtigen Punkt treffen, ja? Dann dürften sie wach werden. So, ich kann es auch einmal zerlegen. Dich kannst du einmal zerlegen. Dankeschön. Hier ist nichts Besonderes. Dich müssen wir retten. Sag mal, wollt ihr jetzt so langsam mal wach werden? Master, we are not alone. Ja, geil doch. Oh, weißt du was? Komm mal hierher. Hier ist mehr Platz. Danke. Tachchen. Kommt doch, worauf ihr nichts da durchgestürmt, oder? Trappt on, Mensch. Tachchen. Du auch. Komm her. Bitte. Ich glaube, ein Teil ist da. Schön, 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 schön. Es ist, wenn die Zombies klatschen. Na, ihr Trantüten, wie ich nicht gefunden? Ja. Ist halt so schwer, mein Freund? Bitte. Ich glaube, das waren alle. Ich wollte gerade sagen, ich glaube, das waren nicht alle. Aber gut. Hatte mehr in Erinnerung. Dann haben wir hier zumindest noch ein Lämpchen. Und das ist EP-Zuwachs. Nehmt mit. Sollten wir vielleicht mal bei der Horde probieren. Vergesse ich eh wieder. Din, dich brauchen wir jetzt definitiv nicht mehr. Dich auch nicht. Das kommt mit. Das auch. Dankeschön. Ja, da gucken wir auch sofort rein. Ja. Vielleicht kriegen wir noch ein paar Kochbücher. Okay, Sprengstoffe. 68 von 100. Dort haben wir. Jo. Dann haben wir auch. Was für ein Knibbel. Wollen wir mal reingucken. Haben wir ebenfalls. Brauchen wir nicht mehr. Kommt mit. Oh gut, das brauchen wir eigentlich auch nicht. Nehmen wir trotzdem mal mit. Das ist Munitionsgedöns. Da noch einmal reingucken. Ah, okay. War nicht so erfolgreich, wie ich mir das gewünscht hätte. Ich habe nicht einen Heizkörper gesehen. Aber gut, wir haben gerade mal 10. Wir hauen ihn auf. 5000 sind ja nun nicht die Welt. Ich glaube, es wird kein Weg dran vorbeiführen, massiv in die Häuser zu gehen. Wir kommen sonst nie in Heizkörper. Hauptsächlich am Stadtrand. Da sind ja die meisten Wohnungen. So, Muni. Die lässt sich zumindest noch verkaufen. Das brauchen wir eigentlich auch nicht. Haben wir irgendwelche Schuhe einstecken? Nö. Zellig. Und Speere, die haben wir noch nicht voll. 61 von 75. So. Ansonsten haben wir alles. Den hatten wir auch, ne? Na. Guck mal. Brauchen wir nicht. Haben wir schon. Okay. Aber trotzdem, ich werde da vorne gleich nochmal gucken bei der Kasse. Hier ist noch. Nägel. Das nehmen wir mit. Bäumchen mitten im Laden. Das soll bestimmt Deko darstellen, aber... Hier und wurde mal... wo ist er da? Der fliegt raus. Hier meine ich. Hier werden wir definitiv nochmal reingucken. Wow. Gut, hätte ja auch Muni drin sein können, ne? Ah, guck mal. Sehr schön. Sind wir immerhin schon mal bei 13 Kochbücher zusätzlich. Eisen geht auch immer. Hier ist nichts drin, ne? Nö. Dorf vielleicht noch. Der Gold nicht mehr, der ist leer. Ich glaube, draußen hatten wir noch Hundis oder sowas, ne? Meine ich. Bin mir da jetzt aber auch nicht mehr so sicher. Und hier waren wir vorhin, ne? Ja. Haben aber auch nichts übersehen. Doch.
Ein Müllsäckchen, Dankeschön. So, dann sind wir ja wieder draußen. Kein Hündchen. Leute nicht. Schade. Gut, haben wir Platz zum Abgeben? Jo, aber hol ihn mal. Den kannst du auch mal reparieren, mein Freund. Wir haben zu Hause noch genug. Und das Geld kannst du auch gleich mitverkaufen. Legen wir mal nebeneinander. Fahren wir erstmal zu unserem Freund Rekti hin. War jetzt nicht wirklich super erfolgreich, ne? Ich glaube, wir sollten wirklich... Warte mal, bevor wir jetzt da hinfahren... ohne Quest mal in solche Gebäude gehen, damit wir mal einen Heizkörper bekommen. Sonst hat das doch alles keinen Sinn. Hier noch Heizkörper drin? So wie es aussieht, haben wir hier schon ziemlich zerlegt. Incoming enemies, prepare for conflict. Na, der Herr? Ich wollte nur kurz googeln, ob hier überhaupt Heizkörper sind. Na, Tom? Sieht aber irgendwie nicht danach aus, ne? Ja, Manni, ich weiß. Bitte. Sieht echt nicht danach aus. Aber wie es hier aussieht, waren wir hier auf jeden Fall schon. Jo, mein Freund, den komm her. Hier sind ja nie gegen so Heizkörper. Ne, okay, hier kommen wir wieder raus. Aber gesagt, manche Häuser haben es ja drin, manche nicht. Das ist halt so eine Sache. Erstmal zu Rekti. Hunger und Durst hat der Gute auch wieder. Das ist unsere Bude, da finden wir zwei Heizkörper. Die werden aber nicht abgebaut. So, Rekti, wo bist du denn? Hier drinnen waren auch, glaube ich, keine. Und wenn, dann haben wir sie abgebaut. Dann waren wir erst. So, wollen wir mal. Bevor wir reingehen, wir können ja nicht ihm hungrig gegenübertreten. Sonst sieht er, dass wir Essen haben und will was abhaben. Und der kriegt nicht so unfreundlich, wie der Gute ist. Dankeschön. Lalalala. Dann lass uns da mal hinten. Nee, du alte Bremsspur. Du hast nur Mist, mein Freund. Zeitschriften bringen uns aber auch nicht mehr viel, ne? Trotzdem, nimm mal. Und, ja, oh gut, nimm mal noch den Stall dazu. So, den nehmen wir den und das. Dankeschön. Lass mal kurz reingucken. Ah, guck mal, Gewehre. Ja, die haben wir nicht voll. Die anderen Moin, mein Freund. Die natürlich nicht. Verschäppeln wir den mal, ne? Bitte? Bitte. Alright, now that we're done doing business, get out of my store. Ja, Rekti, ist gut. Halt die Schlepper fest. So, haben wir jetzt zufällig ein Haus, wo wir mal eben kurz rein Luki-Luki machen können? Da drin ist kein Holzkörper, das weiß ich. Da drin auch nicht. Wir haben hier wirklich sehr wenig normale Einfamilienhäuser. Das ist die reinste Industrie- und Gewerbe-CD hier. Sehr geil, die reinste Industriegewerbe. Ich meine, hier können wir einmal gucken. Es ist direkt nebenan. Kann auch sein, dass wir das schon alles rausgeholt haben, aber das sehen wir halt am besten, indem wir reingucken. In Johnnytown. Oder her? Master, we are not alone. Ja. Letzte Mal. Yeah.
Ey, der Herr. Ich hab Droni gerade für den Zombie gehalten. Sag mal, schaffst du das doch heute noch mal raus, oder was? Auch nicht so chill im Wohnen hier, du. So, du nochmal? Es geht doch nur um ein bisschen mäßig. Aufgefüllt hat sich hier auch wieder alles. Drin waren wir hier auf jeden Fall schon. Geh hier nicht. Hier vielleicht noch ein Heizkörper? Nö. Ich will hier jetzt aber auch gar nicht großartig looten. Okay, bevor wir runtergehen. Ich bin ja jetzt nur wegen Heizkörper da. Einmal hoch. Die wir offenbar nicht mitgenommen haben. Hallo Mutti. Bitte. Immer rauf auf die Zwiebel. Genau. Mutti ist noch nicht ganz reif, deswegen ist sie so grün. Gut, hier nix Holzkörper oder? Doch da. Kannst du rum? Einmal Rinder. Hier auch noch Heizkörper. Wunderbar. Bitte. Immerhin, ne? 8 Dinge haben wir. Immerhin. Bis jetzt. Okili dokili, den einmal kurz. Hier hatten wir alles durchgeguckt. Hier einmal runter. Ich meine, ich will jetzt nicht in den Bunker. Da sind eh keine Heizkörper. My senses have picked up something. Na, Mauji? Aber vielleicht hier im Keller noch. Glaube ich nicht. Türen müsst ihr gleich mal gucken. Ich weiß gar nicht, ob ich das Buch habe für Messi. Na, guck mal. Hier haben wir auch noch einen. Das kannst du ja kaufen. Aber looten will ich es trotzdem nicht. Aber in Kisten kann man ja reingucken. Na ja, gut. Das ist Farbe. Ist jetzt nicht wichtig. Na, Jungs. Bitte. Und du machst nach. Auch noch mal ein bisschen missing. Aber mit Heizkörpern hat das hier nicht so. Ne, ne, ne. Da kommen wir jetzt in den Bunker. Da sind eh keine. Okay, aber ich probiere es mal aus. Ich weiß nicht, ob ich das Buch habe. Offenbar ja. Das ist schon mal schön. Da gibt es zumindest noch mal ein bisschen missing. Aber hier sind eh fast keine Türen mehr im Haus. Ne? So, aber zumindest die Porttüren, die noch da sind, die können wir ja mitnehmen. Bringt die auch Messing? Yep. Die nicht, ne? Nein, das war nur Holz. Die haben wir gerade rausgeknüppelt und ich glaube, oben waren auch alle weg. Nein, die hier nicht. Na, Tür, nicht Block. Dankeschön. Und hier, den habe ich gar nicht gesehen vorhin. Dankeschön. Immerhin 11 Stück, ne? Okay, dokili. Nochmal unter. Dann haben wir jetzt zumindest. Das ist schön. Ich weiß, wenn ich die zerlege. Ach, guck mal, Schatz. Wir nehmen die jetzt so mit nach Hause. Können wir gleich in die mäßige Schmiede schmeißen. So, Motorrad haben wir eh nichts drin. So. Den lasst uns mal rennen. Dankeschön. Einmal runter. Zumindest haben wir gut was zusammengekriegt. Okay. Lass mich auch mal zum Messing Smide. Kann sein, dass noch Geld drin liegt. Nein, das ist... schön, warte mal. Erstmal ein bisschen Holz rein. Das wäre vielleicht nicht so verkehrt. Warte mal. Gleich. Ich muss das mal was wegräumen. Ich bin zu voll. Das nützt ja alles nichts. So, Eisenblei. Hau rein. Ein bisschen Kohle und Nitrat. Kannst auch reinhauen. Messing Ölschiefer. Hau rein.
So, Lehmsteine und so, das haben wir ja gar nicht mitgenommen, Beton, Sand. Teile haben wir, glaube ich, auch nichts. Nein. Elektro haben wir nichts. Stoff und Papier müssen wir haben, ne? Jo. Schrauben und Rohre haben wir auch. Danke. Ein paar Knochen. Parts haben wir, glaube ich, keine. Nein. Farbe haben wir ein Biesele. Schmiede haben wir nicht. Kleber auch nicht. Okay, Plastiksäure auf jeden Fall. So, ein Moment. Schrot- und Pfeilgedöns. Rein da. Den hier ein paar Geschosshülsen. Sehr schön. Und ansonsten, wir haben ein bisschen 9 mm. Wir haben ein bisschen 7,62er. Was passt alles? Gut, das ist noch Elektro. Wir haben es aber fast. Hier kommt noch das Tüchchen mit rein. Die Pflanzen gehören darin. Danke. Schisspulver haben wir noch. Danke. So, dann haben wir hier noch ein bisschen geschmiedet. Dankeschön. Hier, das gehört bei Elektro mit rein. Dann haben wir noch ein bisschen was hier. Und fertige Getränke. So, und hier kommt auf jeden Fall das Flanulinsenbrot rein. Und hier kommen die mit rein, sortieren wir ordentlich. Und dann müssen wir mal gucken. Das ist extra, Geld ist extra, das ist extra. Gammelfleisch kommt hier noch rein. Das ist auch erstmal extra. Wichtig ist jetzt das Messing. So, nimm die erstmal alle raus. Den können wir jetzt zumindest vernünftig Holzrepper. Sollte reichen. Kannst du hier mich erstmal einschmelzen, mein Freund. So, den packen wir dann gleich hinterher. Holz geht natürlich wieder da hoch. Und der passt halt. Und in der Zwischenzeit hier Geschosshülsen, Horren, haben wir zumindest ein paar. Ich will mich gleich auch einmal kurz googeln. Hier haben wir unser Kochbücher. 1700 Zoll haben wir schon. So, da kann dort mit drin, da mit drin. Und Mann, die haben wir eh extra. Und im Motorrad liegt ja auch noch was. Wegen unserer Muni, die wir angesetzt haben. Hier war Beton, ne? Jojo, das braucht doch noch ein Wohlchen. Und da. Das ist fertig. Das ist ein Träumchen. Dann können wir damit gleich nochmal neu ansetzen. So. Den können wir gleich reinpacken. 9 Sekunden. Dann kann er auch gleich neue Hülsen machen. Mhm. Danke. Hier, pack den mit drin. Patronenhüsin. So, wie viel würdest du hinkriegen? 2000? Naja, passt. Sehr schön. So. Die können wir ja immer noch nicht, die guten. Wie viel können wir jetzt machen? 900, ne? Ne, 1500. Die stapeln ja bis 300. Doch. Ja, 1500. Bip, bip. Doch, bitte. Wieder hier auch, ne? 300, 600, 900, 1200. Kann nicht sein. Das kommt nicht so hin. 1800 können wir machen. Passt aber mit zwei. Dann machen wir zwei hiervon, zwei davon. Schlimm, da kommt man durcheinander. Das ist die Form, Alter. Ist das einfach nur das einmal eins. Aber man kommt trotzdem durcheinander. Man kommt halt raus, wenn man schon seit Jahren aus der Schule ist. 9 mm, das wären insgesamt 2000. Mehr als 1800, dann passen nicht rein. Bitte. Dann kann er das machen. So, dann so den mal wieder ordentlich. Die sammeln wir dann auch hier drin. Das hat wieder ein bisschen. Rest Schesspulver auch mit weg. Und der passt halt alles. Zumindest gab es ein bisschen Money.
Der braucht hier wirklich noch eine halbe Ewigkeit, kann das sein? Jo. Der braucht wirklich noch sehr, 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 sehr lange. Aber gut, wir brauchen die Blöcke. Also daher alles perfekt. Hier dürfte jetzt auch wieder fleißig einschmelzen, auch wenn das relativ schnell geht. Wir haben ja so noch Messing. Passt also schon alles. Gut. Skippung haben wir nicht, ne? Nein. Und hier, komm, wir sind mittlerweile auf GameStage 260. Schön. Und 105 haben wir für die nächste Horde. 103 machen wir nochmal eine Händlertour. Alle haben wir noch die schöne Nacht vor uns. Wir müssen oben hier noch weitermachen. Unter anderem, ich denke mal, ich werde wirklich ein Gästezimmer draus machen. Passt schon. Und aus meiner Badewanne warte ich eure Kommis ab. Also, dann vielen Dank fürs Zuschauen. Bis morgen. Tschüssi. Something I haven't heard before, 'cause I'm restless and I'm dying.